sich immer nur der eigenen Hautfarbe, Glaubensrichtung oder Herkunft an. Es gab die Weißen, die Schwarzen und die Mexikaner. Und da krachte es eigentlich von Anfang an. Die größten Probleme hatten die Weißen. 1982 hatte Cowboy genug. Sein Schwager brachte ihn dazu, der Aryan Army beizutreten, einer rechtsextremen Gang im TDC. Allerdings drohte die aufgrund interner Streitigkeiten auseinanderzubrechen. Schlimm, wie die sich gegenseitig fertig machten. Es ging doch darum, wir gegen den Rest und nicht Weiße gegen Weiße. 1984 machte Cowboy Nägel mit Köpfen und gründete eine neue Gang, die New Brotherhood. Er verfasste einen handgeschriebenen Kodex und rekrutierte damit neue Mitglieder. Wir hatten immer Kopien von diesem Kodex dabei, für den Fall, dass wir Gelegenheit hatten, einem Knastbruder ein Blatt zuzustecken. 1985 hatte die New Brotherhood rund 30 Mitglieder. Da entschied sich Cowboy für einen neuen Gangnamen. Fortan hieß seine Crew The Aryan Circle, in Anlehnung an eine Gruppe von Auftragsmördern. Das stammt aus einem Roman von Robert Ludlum. In der Matarese-Bund gibt es da so eine Gruppe von Männern mit einem Kreis unterhalb der Brust. Unser erstes Patch war ein Kreis. Ein ganz schlichtes Tattoo unter der Brust. Sie wollten möglichst unauffällig bleiben. Denn in den Gefängnissen wurden bekannte Gangmitglieder voneinander getrennt. Und so ein Patch war schon ein ziemlich deutlicher Hinweis auf eine Gangzugehörigkeit. 1990 hatte sich der Aryan Circle wie ein bösartiges Virus in der Vollzugsanstalt verbreitet. Mit der Heimlichkeit war es jetzt vorbei. Terry Rayborn alias Maverick erfuhr vom Aryan Circle, als er nach einem Ausbruchsversuch in Einzelhaft landete. Wir waren schon fast über den Fluss. Dann sahen wir sie. Sie stiegen von ihren Pferden ab und legten auf uns an. Und sie hatten schon Verstärkung angefordert. Maverick kam für 9 Monate in Einzelhaft. In dieser Zeit zog ihn ein anderer Gefangener in den Kreis hinein. Er sagte, wir sind eine Gruppe Weißer, die zusammenhalten. Und wenn einer rauskommt, wird er den anderen beim Ausbruch helfen. Bei seiner Aufnahmeprüfung sollte Maverick einige Gangmitglieder auf seinem Flur angreifen. Denn diese Aryan Circle-Mitglieder planten, abtrünnig zu werden. Die Jungs auf diesem Gang wollten raus aus dem AC und eine neue Gang gründen, die White Knights. Ich habe mir einen vorgeknöpft und ihn gewarnt. Wenn du austrittst, dann blutend. Diese Begegnung war der Auftakt zu einem Knastkrieg zwischen dem Aryan Circle und den White Knights. Und sie war ein Beweis dafür, dass Maverick voll hinter der Sache stand. Der machte überall mit. Der machte nicht schon auf halbem Wege schlapp. 1997 war Maverick im AC weit aufgestiegen. Als die Spannungen zwischen dem Circle und den White Knights immer mehr zunahmen, wurde er zur Zielperson. Ich galt als gefährdet und kriegte einen Job in der Küche. 2 White Knights wollten mich abstechen. Und dann ging's richtig ab. Der Aryan Circle befahl einen Angriff auf den Haupttäter. Die stachen auf ihn ein und brachen die Klinge in seinem Körper ab, damit man sie nicht mehr rausziehen konnte. Anschließend schlugen und traten sie auf ihn ein. Er fiel ins Koma und sie haben den Stecker gezogen. Dieser Racheakt festigte den brutalen Terrorruf der Gang nur noch und die Mitgliederzahlen explodierten förmlich. Eigentlich hatten wir beschlossen, nicht mehr als 30 Mitglieder. Aber das war einfach nicht drin, wir wurden immer mehr. Um mit den Mitgliedern in den anderen Blöcken kommunizieren zu können, brauchten sie Hilfe von draußen.
Also heuerten sie Frauen an, die außerhalb der Gefängnismauern aktiv wurden und ihre Befehle befolgten. Andere Gangs nutzen Frauen als Eigentum. Da verpassen sie was. Denn Frauen haben Einfluss, Macht und Einkommen. Man muss sie als gleichberechtigt anerkennen, denn sie sind nützlich, einfallsreich, treu und verdammt klug. Cowboy hat KD ausgebildet als Mittelsfrau der Gang. Noch nie hatte eine Frau vor mir einen so hohen Rang und stand so weit über den Männern wie ich. KD genoss ihre Machtposition. Ich bin halt ein Adrenalin-Junkie und stehe auf sowas. Ich dachte, warum nicht? Ich konnte nicht nur Gutes für diese Jungs tun, ich war auch die Erste, die das jemals gemacht hat. Um die Familie außerhalb der Mauern zu vergrößern, rekrutierte der Aryan Circle auch neue Insassen mit kurzen Haftzeiten. Allerdings zeigten diese Neulinge draußen keinen allzu großen Respekt mehr vor dem Kodex des AC. Meine Ideale wurden von denen der Neuen einfach überholt. Viele von diesen Typen waren draußen bereits Mitglied bei einer Gang. Die fuhren also ein und hatten schon bestimmte Vorstellungen. Sie fingen an, Drogen zu verticken, was nach dem Aryan Circle Codex verboten war. Anstatt einem bei der Jobsuche zu helfen, bewarfen die einen mit Drogen. 2000 stellten 29 AC-Mitglieder im texanischen Odessa Crystal Meth her und zogen andere Dealer ab. Da kommt ein Typ nach 10 Jahren Knast wieder heim, doch seine Familie will nichts mehr von ihm wissen. Was zum Teufel macht er wohl? Er raubt einen Laden aus oder macht eine Drogenküche auf. Das ist nicht schwer. 15 Jahre lang musste Cowboy mit ansehen, wie der Aryan Circle zu einer skrupellosen Bande von Drogendealern wurde. Er wollte da raus. Man kann sich nur überlegen, will ich das? Möchte ich so sein? Will ich, dass das so läuft? Dabei war der Drogenhandel nichts im Vergleich dazu, was der Aryan Circle außerhalb der Gefängnismauern trieb. Ich könnte noch mal 20 Jahre arbeiten. Sowas würde ich nicht wieder erleben. Houston ist nicht nur die amerikanische Hauptstadt der Öl- und Gasindustrie. Houston ist auch die Geburtsstätte des Aryan Circle. Die Bande weißer Separatisten versucht, auch außerhalb der Gefängnismauern Fuß zu fassen. Sie sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft, denn sie verkaufen Methamphetamine. Dabei sind Drogen, Konsum und Handel nach dem Aryan Circle Codex streng verboten. In diesem Kodex geht es allein um eine rassistische Ideologie. Unser eigentliches Ziel bestand darin, die weiße Rasse im Gefängnis zu schützen. Ich bin gegen gemischte Ehen, damit unser Erbe und unsere Kultur erhalten bleiben. In den AC-Statuten stehen die Regeln und die ganz klare Struktur der Gang. Bei uns gab es die Männer, die Frauen, die Gläubigen und die Externen. Die Frauengruppe haben wir mit der Männergruppe verschmolzen. Die Führung nannte sich Center Ring. Der innere Kreis bestand aus dem Präsidenten, dem Vize, dem Schatzmeister und dem Sergeant at Arms. Diese Clique hatte die ganze Gang fest im Griff. Der Aryan Circle ist in verschiedene Distrikte unterteilt, je nach Lage und zuständigem Knast. Jeder Distrikt hat seine eigene Befehlskette. Ganz unten steht der Lieutenant, darüber der Captain, dann der Deputy Director, der sogenannte Dirty Dog, und dann der Director.
Anweisungen vom Center Ring erreichen die District Directors über verschlüsselte Briefe. Wenn da stand, Tina Maries Augen sind grün, dann hieß das grünes Licht. Tina Marie ist der AC-Spitzname für die rivalisierende Texas-Mafia-Gang. Grünes Licht heißt also zum Abschuss freigegeben. Diese Gangmitglieder bestimmen, was in den Gefängnissen passiert. Was die sagen, wird gemacht. Wenn einer sterben soll, dann stirbt er. Zum Aufnahmeritual gehört oft auch der Angriff eines Toads. Angenommen, du hast ein schwarzes Großmaul auf dem Gang. Du willst Mitglied werden? Dann kümmere dich um den. Wie ein Anwärter das anstellt, ist entscheidend für seine Zukunft in der Gang. Wenn er den Typen in seiner Zelle fertig macht, wo er allein ist, weiß ich, der denkt mit. Wenn er aber seinem Opfer vor allen Leuten in der Kantine von hinten was über die Birne zieht, weiß ich, das ist ein Crash-Dummy. Ich gebe auch Anweisungen raus, bei denen ich weiß, irgendeiner wird erwischt. Aber wer da trotzdem mitmacht, beweist, dass es ihm ernst ist. Sowas ist dann ein Blooding In. Sobald ein Anwärter ein Mitglied wird, kriegt er sein Patch unter die Brust tätowiert. Unter AC-Mitgliedern ist das Patch eine Auszeichnung. Wie ein Orden auf der Brust. Ich gehöre dazu. Um nicht in Einzelhaft zu kommen, verstecken die Gangmitglieder das Patch oft in einem anderen Tattoo. Ich hatte das drumherum sofort. Es hat die Form eines Diamanten. Da drin ist ein Hakenkreuz und da drin ist der Kreis. Das Viereck steht für die Einheit. Alles ist gleich viel wert. Die vier Kanten stehen für Ehre, Loyalität, Hingabe und Bruderschaft. Jedes Mitglied schwört dem Aryan Circle Treue bis in den Tod. Wenn ein Mitglied rausfliegt, muss er sein Patch unkenntlich machen. Andernfalls wird es gewaltsam entfernt. Ich habe gehört, dass der Kreis mit Rasierklingen rausgeschnitten oder auch rausgebrannt wurde. Der Aryan Circle schmückt sich auch mit Tattoos, die seine Überzeugungen widerspiegeln. Dennis Clem und seine Freundin Tanya Smith waren da keine Ausnahme. Dennis war voller Tattoos. Er hatte ein AC-Tattoo um sein Handgelenk, ein Armreif mit Holzmaserung. Auf seiner Brust prangte ein Band mit seinem Namen drauf und an den Seiten standen die Buchstaben A und C. Auch Tanya ist voller Tattoos. Im Nacken hat sie Thors Hammer. Zwischen den Schulterblättern ist ein Wikingerkopf vor einem Hakenkreuz. Und weiter unten steht: Liebe deine Rasse. Die Tattoos nehmen Bezug auf den Odinismus, einen Kult, dem viele Mitglieder des Aryan Circle anhängen. Er basiert auf der nordischen Mythologie und den Göttern Thor und Odin. Auf gewalttätige Menschen wirkt das sehr anziehend. Dieser Mythos ist sehr kämpferisch. Nach dieser Philosophie leben die meisten Gangs. Lebe heute, denn morgen sind wir tot. Viele glauben daran, weil sie das für die Geburtsstunde der Arier halten, weil sie glauben, dass die Wikinger rein waren. Odinisten glauben, dass sie im Jenseits belohnt werden. Sie glauben, wer als Krieger in der Schlacht stirbt, kommt in die Ruhmeshalle Valhall auf Odins Burg. Dort misst man sich tagsüber im Zweikampf, abends gibt's Bier und Met. Odin hat die besten Kämpfer für die letzte große Schlacht um sich geschart. Eine wichtige Rolle spielen die Walküren. Die Walküren waren die Töchter Odins. Sie wählten auf dem Schlachtfeld diejenigen aus, die ehrenvoll gefallen waren und brachten sie nach Valhall. Die Aryan Circle-Mitglieder Dennis Clem und seine Freundin Tanya Smith wollten im Sinne ihrer Religion leben. Für sie begann die Reise nach Valhall mit einer blutigen Schießerei in einer kleinen Stadt in Louisiana.
Er hatte genug, er wollte mit Glanz und